Was sollte das gerade? Haben Sie ein Problem? Es geht Sie gar nichts an, Freak. Wieso glotzen Sie meine Begleitung so blöd an? Keine Angst, ich werde Sie schon nicht ausspannen. Ich stehe nämlich nicht auf Buckelwade. Sagen Sie das noch einmal. Das war ein Scherz, das war ein Scherz. Nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was dich erwartet, wenn du Luisa Reisiger heiratest. Und sollte er noch Kopfschmerzen bekommen, dann melden Sie sich bitte sofort. Mit einer Kopfverletzung ist nicht zu spaßen. Er wird von mir nicht aus den Augen gelassen. Er ist anwesend und er fühlt sich prächtig. Warum gehst du denn jetzt weg? Konopka, Küche. Wegen dem Kuss oder was? Es tut mir so leid. Aber trotzdem, ich frage mich die ganze Zeit, was grinst du eigentlich ständig? Hm? Boah. Ist Tina also vielleicht doch mehr als nur eine gute Freundin? Nein, ich wollte gerade nur die Kommentare checken. Mach mir nichts vor. Dich jetzt voll erwischt. Ja, leider ist sie schon vergeben. Tina hat einen Freund? Aha. Und ich glaube, der ist nicht begeistert, wenn er hört, wie sie über Tina sprechen. Kleiner Rat. Ich hatte ja keine Ahnung. Tja. Hey. Hey. Hast du vielleicht irgendwo einen Mann im Korb und Fischen gesehen, die soll ich nämlich abholen für den Fürstenhof. Zufälligerweise ja. Wo? Genau genommen war es kein Mann mit einem Korb und Fischen, sondern einem Korb und Sandwiches und einem sehr guten Wein. Was? Der ist für dich. Ich dachte, du hast vielleicht Lust auf eine kleine Bootstour samt Picknick. Selbst wenn ich Lust auf ein Picknick hätte, ich muss diesen Mann und seine Fische finden. Tina, den gibt's nicht. Das war eine kleine Notlüge. Ich wollte mich hiermit dafür entschuldigen, dass ich nach dem Kuss so komisch reagiert habe. Wie bitte? Du hast mich angelogen. Das war Oskars Idee mit dem Picknick am See, genauso wie er es gesagt hat. Nee, Moment. Also, so kann man das nicht sagen. Was ist denn dein Problem, wenn ich Zeit mit Oskar verbringe? Ja, das würde mich auch interessieren. Ich nehme an, das war nicht Tina, mit der Sie gerade telefoniert haben. Das geht Sie überhaupt nichts an. Wenn Sie Spielchen mit ihr spielen, dann geht mich das sehr wohl was an. Was sind Sie? Ihr großer Bruder? Ihr Vater? Ich mag Tina. Ach was, kapieren Sie endlich, dass Sie bei ihr keine Chance haben. Nicht so theatralisch, Macbeth. Doch. Ich weiß, dass ich Fehler gemacht habe, was Luise betrifft. Große Fehler. Das muss man mir aber nicht ständig unter die Nase reiben. Leid. Wenn ich irgendwas für dich tun kann, dann... Schon okay. Ich kann immer noch nicht glauben, dass Philipp für tot erklärt wurde. Das ist... Wenn ich dir irgendwie helfen kann, dann... Na, wie läuft's eigentlich bei dir und Tina? Mhm. Auch ziemlich verkorkst. Ich muss das Ganze gefühlvoller, langsamer angehen. Du wurdest eingeschlossen? Hast du dich nicht gewundert, dass auf einmal ein anderer Mann bei dir in der Küche war? Du meinst Oskar? Ja. Der ist zufällig vorbeigekommen, weil er Herrn Konopka gesucht hat. Oder? Was? Bitte. Du wolltest mir gerade sagen, warum du das gemacht hast. Ja, vielleicht ist es besser, dass du es nicht gehört hast. Der ist für dich. Ich dachte, du hast vielleicht Lust auf eine kleine Bootstour samt Picknick. Selbst wenn ich Lust auf ein Picknick hätte, ich muss diesen Mann und seine Fische finden. Tina, den gibt's nicht. Das war eine kleine Notlüge. Ich wollte mich hiermit dafür entschuldigen, dass ich nach dem Kuss so komisch reagiert habe. Wie bitte? Du hast mich angelogen. Das war Oskars Idee mit dem Picknick am See, genauso wie er es gesagt hat. Nee, Moment. Also, so kann man das nicht sagen. Was ist denn dein Problem, wenn ich Zeit mit Oskar verbringe? Ja, das würde mich auch interessieren. Das war nicht Tina, mit der Sie gerade telefoniert haben. Das geht Sie überhaupt nichts an. Doch, wenn Sie Spielchen mit ihr spielen, dann geht mich das sehr wohl was an. Was sind Sie? Ihr großer Bruder? Ihr Vater? Ich mag Tina. Ach was, kapieren Sie endlich, dass Sie bei ihr keine Chance haben. Nicht so theatralisch, Macbeth. Doch, ich weiß, dass ich Fehler gemacht habe, was du... Was sollte das gerade? Haben Sie ein Problem?
Das geht Sie gar nichts an, Freak. So glotzen Sie meine Begleitung so blöd an. Keine Angst, ich werde Sie schon nicht ausspannen. Ich stehe nämlich nicht auf Buckelwade. Sagen Sie das noch einmal. Das war ein Scherz. Nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was dich erwartet, wenn du Luisa Reisiger heiratest. Und sollte er noch Kopfschmerzen bekommen, dann melden Sie sich bitte sofort. Mit einer Kopfverletzung ist nicht zu spaßen. Er wird von mir nicht aus den Augen gelassen. Er ist anwesend und er fühlt sich prächtig. Warum gehst du denn jetzt weg? Konopka, Küche. Mit dem Kuss oder was? Es tut mir so leid. Aber trotzdem, ich frage mich die ganze Zeit, was grinst du eigentlich ständig? Ist Tina also vielleicht doch mehr als eine gute Freundin? Nein, ich wollte gerade nur die Kommentare checken. Mach mir nichts vor. Dich jetzt voll erwischt. Ja, leider ist sie schon vergeben. Tina hat einen Freund? Aha. Ich glaube, der ist nicht begeistert, wenn er hört, wie sie über Tina sprechen. Kleiner Rat. Ich hatte ja keine Ahnung. Tja. Hey. Hey. Hast du vielleicht irgendwo einen Mann im Korb und Fischen gesehen, die soll ich nämlich abholen für den Fürstenhof. Zufälligerweise ja. Wo? Genau genommen war es kein Mann mit einem Korb und Fischen, sondern einem Korb und Sandwiches und einem sehr guten Wein.